abzocken. So, das sehe ich jetzt hier aus. Hier habe ich eine Hoffnung. Vom Lagerraum. Guck mal, hier sind auch richtig viele. Ich habe wieder eine Chest gefunden. What the fuck? Hallo Leute und herzlich willkommen zu Bloody Beach. Und wir haben heute, ungelogen, den wunderschönsten Tag, denn der Server ist an und wir können einfach aufnehmen und wir haben ein paar Umfragen gemacht, weil der Server war an. Dann habe ich so gesagt, ey, der Server ist an, geil, weiß, lass mal aufnehmen. Und haben wir uns hier auf dem TS getroffen. Dann wurde er wieder ausgemacht. Jetzt mussten wir 5 Umfragen machen, dass er wieder angemacht wird auf Strawpoll, aber jetzt ist er schlussendlich wieder an. Nachdem wir dann die Umfrage für die Umfrage für die Umfrage gemacht haben, ob die alle mit der Umfrage einverstanden sind, durften wir jetzt endlich hier drauf spielen. Das finde ich super. Ganz toll. Wir haben mit der Umfrage einen Joke mal. Also, ihr könnt das jetzt, es könnte fast sein, dass das hier die letzte Folge ist, wo wir Bloody Beach, vorletzte Folge, quasi, dass danach der Kampf kommt und ich weiß ja nicht. So, und deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zur Basis von WSD Companies, wenn wir jetzt schon den Server hier offen haben. Genau. Das heißt, wir gucken nochmal einfach in alle Basen rein. Ich wollte schwaches Equip mitnehmen. Du willst echt, also ich bleib so ausgerüstet, wie ich jetzt bin, weil guck mal. Ach komm, stimmt, wir haben keinen Verschleiß mehr, wir haben ja keinen Verschleiß mehr, stimmt. Wie, wir haben keinen Verschleiß mehr? Ja, wir werden ja nicht mehr viele Kämpfe machen, richtig. Viele, nee, eben. Deshalb passe ich das jetzt an. Das Einzige, was ich jetzt ausgeschüttet habe, sind meine Schuhe. Ich muss aber mein Schwert reparieren. Warte, ich schau mal kurz, was es mich kosten würde, die Diamantschuhe zu reparieren. Hast du ein paar Diamanten irgendwo? Ja, irgendwo habe ich 6 Diamanten getan. Ja, hier in der Kiste. Okay, ich nehme hier gerade mal ein paar raus. Oh, zack, wir hatten doch einen Power 4 Bogen, oder? Nee, nur Power 3. Doch, doch, ich habe den Power 4 Bogen habe ich dir gegeben. Wo ist der hin? Das war meiner, keine Ahnung, den musst du haben. Alter, das kostet mich einfach mal 13 Level oder 17, um die Schuhe zu reparieren. Gut, das sollte ich irgendwie dann noch hinbekommen. Was kostet dir denn das Kombinieren? Na gut. Ja, Kombinieren ist, glaube ich, noch teurer. Ich schau mal kurz, was es mich kosten würde. Die mit, ja gut, andere Diamond Boots habe ich jetzt noch nicht mal mehr. Hast du noch irgendwelche? Ne. Okay. Doch, hier sind welche noch mit Fässer Falling 1. Okay, dann gucke ich mal, was mich das kosten würde, die jetzt zu kombinieren. Ich würde aber fast tippen, das wird teurer. So, ich hätte jetzt nochmal einmal mein Schwert hier einen Diamanten zuflößen. Das kostet 12 Level. So kostet es 19 und so kostet es 18. Ja gut, 18 ist auf die Hälfte. Dann farme ich 18 Level, dann habe ich die auf die Hälfte wieder und so viel werden wir eh nicht mehr kämpfen. Und Schuhe auf der Hälfte halten eigentlich relativ lange. Und dann habe ich Fever Falling 1, das sollte auch ein bisschen was bringen, ne? Ja, definitiv. Denke ich mal. Okay. So, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen erkältet. Also wir haben echt ungelogen gerade 0.30 Uhr, also ja. 12:30 nachts. Das heißt, ohne Witz, wir machen jetzt mal diese Folge, quasi wir haben uns vorgenommen, wir werden noch eine Fazitfolge machen, da wird hauptsächlich diskutiert, aber hier werden wir schon so anfangen, ein kleines Resümee zu nehmen. Meine Stimme ist gerade wieder eigentlich recht in Ordnung. Ja, also, das ist ja, das Nacht. Ist, ja, ich habe die echt einigermaßen geschont. Ich mache okay. Das nicht so mit Gravel. Alter, ich habe ja richtig viele Karotten, kann ich gerade was da lassen, sehr schön. Gut, ja, auf jeden Fall. Ja, es sind jetzt nur noch wirklich 3 Teilnehmer drin, wovon 2 wir sind. Das heißt, ja, es wird jetzt zum Kampf gegen. Das heißt, wir können jetzt richtig gut in den Umfragen punkten, was ich sehr schön finde. Wir mussten einfach gerade so lachen, weil wir haben gerade so richtig. Naja, wir haben gerade. Er muss eigentlich lachen, ich lache irgendwie gar nicht. Okay. Nee, ich fand das gerade ganz witzig mit den Umfragen. Also, das ist, als wenn es jetzt irgendeiner von den Leuten sieht, die jetzt schon ausgestiegen oder so. Ich glaube, die werden wissen, was wir meinen. Dann können wir nochmal, wir haben es ja nochmal gesagt, also sagen wir nochmal als Erinnerung, wir finden es immer noch mega cool, wenn jemand ein großes Best-of machen würde. Ja, von unserem Bloody Beach. Wie gesagt, wenn das letzte wichtig wäre, ich fände es gut, wenn auch von beiden Sichten dabei wären. Das heißt jetzt, dass ihr nicht nur eine weiß oder nicht nur eine Doppel-Play genau. Sondern ihr könnt mal ein bisschen ja mit mischen. Irgendwelchen Konvertern einfach die Videos von uns beiden runterladen. Ihr habt die Rechte dran, das sagen wir jetzt wirklich, ihr habt die Rechte an unseren Videos. Ja. Also. Und natürlich würden wir das, wenn uns das ganz gut gefällt, auch gerne bei uns hochladen. Wir würden euch dann aber vorher fragen, ob wir das dürften, weil ihr habt das dann ja zusammengeschnitten. Dann würden wir natürlich auch euch in der Beschreibung verlinken. Klar, das ist logisch. Ja. Als so, Promo abgreifen, los, macht uns best auf. Genau. Gut, also dann die Basis von WSD Companies, die war ja ganz links da hinten an der Rand. Ja, und an dem Sandteil, okay. Ja, richtig. Es wird auch gerade Nacht, das heißt, dann können wir in der Nacht da ein bisschen drin rumgucken. Ein bisschen Mobs farmen in der Nacht. Weil ja, also ich finde, ich fand eigentlich die Länge vom Projekt sehr gut. Wir werden ja circa bei. Perfekt, das war so richtig so schön, man konnte sich schön reinfinden. Ich unterbreche also, dich andauernd. Ja, ich spiele mit Donzo Play gerne, da haben sich auch meine Abonnenten beschwert. Du unterbrichst. Wir reden ja beide gerne, das hat sich ja gezeigt. Aber ich lasse dich ja immer Rende reden. Du unterbrichst mich immer. Ja, ich weiß, das ist halt. Ist halt jemand nicht so gut erzogen wie ich. Das merkt man direkt. Genau, ja. Ich bin halt ein Rebell, ja. Wo ist das denn jetzt mal von denen?
Das haben wir den Eingang offen gelassen? Ja, wir haben den Eingang offen gelassen, oder? Aber ich weiß nicht mehr, wo die Stelle ist. Das müsste da. Es ist, glaube ich. Hallo, ja, hallo. Doch. Wenn du hier jetzt so rumläufst, dann da hinten. Genau das meinte ich, ja. Warte, stopp, da hinten, oder? Ja. So. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich finde die Projekte gut. 40 Folgen circa werden das ja werden. Wir waren ja so auch Mittelaufnehmer, also zum Beispiel so einer wie Gaming Bookie hat ja wirklich jeden Tag da fast 2 Stunden gezockt. Das war ja unglaublich. Also wir haben da ja. Jetzt, nachdem die Spielzeit abgeschafft wurde, genau. Also ja. Also das war schon. Ja. Da ist es ja. Ja, und was ich sagen wollte, die Länge des Projektes ist einfach irgendwie ziemlich genial. Es ist gerade so lange, dass es nicht nervig wird. Das ist perfekt. Genau. Und gerade auch so lange, dass es nicht zu kurz ist. Ich habe mich jetzt hier schon richtig reingesteigert. Ich freue mich ja selbst auch richtig, wenn ich halt aufnehmen kann. Also ich fiebere ja auch selbst richtig krass mit. Ja, das merkt man leider manchmal zu intensiv. Okay, gut. Es ist halt aber jetzt einfach so. So, aber ich sehe auch hier sind null wertvolle Sachen. Aber wirklich? Man kann, aber die haben einfach, glaube ich, nichts. Aber irgendwann werden sie eine geheime Truhe noch haben, definitiv. Dann guck du mal nach, ich fahre hier draußen. Oh, ich habe schon was gefunden. Ah, nee, okay. Das ist eine Ausrüstung. Die haben sich sogar Betten gemacht. Echt? Haben die das? Ja. Dann sind sie vielleicht an den Betten gespawnt. Ich hab was gefunden. Ich hab eine geheime Truhe gefunden. Echt? Was ist da drin? Diamanten? Ach, Diamanten, du Scheiße, Diamanten, deren Diamanten, geheime Truhe. Guck dir mal deren geheime Truhe an. Warte, ich komm. Ich muss jetzt erstmal reinkommen. Guck dir mal deren geheime Truhe an. Das ist unglaublich. Domser, guck dir das an. Wieso haben sie Ich fänd's so witzig, wenn die immer noch irgendwo so einen Grabschatz hätten oder so. Alter, guck dir erstmal an. Ja, warte, ich muss erstmal. Alter, was haben die für eine Base? Wo ist die geheime? Hier, da unten unterm Dirt hier. Guck mal. Guck sie dir an, was da drin ist. Das ist eine Crab-Chest von uns. Die Äpfel nehme ich aber mit. So. Das ist eine Crab-Chest von uns. Ja, aber die Äpfel nehme ich mit und nimm du dir doch den Lava-Eimer mit. Dann hast du gleich wieder einen Lava-Eimer noch bei dir. So, die Karotten sind. Das ist eine fucking Crab-Chest. Das Fleisch tausche ich gerade mal aus. Ansonsten, die Sugarcanes brauchen wir eigentlich auch nicht zu vernichten. Ich denke, Gaming Bookie hat sicherlich auch welche, von daher brauchen wir das nicht. Ich nehme noch ein Stack mit. Lapis-Lazuli, die Blöcke. Kohleblöcke ist ja super, brauchen wir aber auch nicht. Jetzt nur XP zum Aufnehmen. Okay. Wie viele Level hast du jetzt? 13. 13, okay. Ja. Dann, weißt du, was ich aber trotzdem auch gerade nochmal mache? Packe gerade nochmal so einen Stack Cobblestone rein, damit ich beim Rausgehen dann gerade nochmal hier mir XP abgreifen kann. For free. Ansonsten glaube auch nicht, dass die hier sonst noch irgendwas haben, oder? Ne. Die haben mir selber Du hast ja vorhin mal auf ihren Kanal geschaut, ne? Wie viele Folgen hatten die? Ja, nicht wenige. Die hatten 25 oder sowas. 25, okay, ja gut, dann müssten die eigentlich eine größere Basis haben, oder? Ne, haben sie ja nicht. Okay. Die werden ja nicht. Guck mal deren Equip an. Die werden ja nichts haben. Stimmt, wohl auch wieder. Also, das ist echt. Ja, dann brauche ich, glaube ich, auch nicht. Du brauchst nicht mehr suchen, hier wird nichts mehr sein. Gucken. Oder was ist da? Ja, es ist da. So ein Grab hier. Von uns da? Ja, oder ist das eine Ver. Nee. Ja. Ich glaube, das ist kein Grab von uns. Aber die haben ja schon ihr eigenes Grab gemacht, was ich ziemlich witzig finde, ehrlich gesagt. Ja. Die Sugarcane schmeißen wir gerade mal weg. Ich werde noch ein bisschen Cobblestone brennen, wenn hier schon so schön Kohle im Ofen ist. Wenn wir hier drin sind, ja gut. Weißweiß hat übrigens auf den Kanal von denen geguckt, nicht in die Folgen. Nicht, dass ihr falsch versteht. Keine Sorge. Ich denke, der Zeitpunkt, wenn die Folge hochladen, mit dem Combat-Logging, da ist das Projekt wahrscheinlich auch schon vorbei. Also, wenn ihr das seht, ist das Projekt dann wahrscheinlich schon vorbei, denke ich mal. Wir nehmen ja immer ein bisschen im Voraus auf. Das heißt, ja, es kommt alles in der Fazitfolge, aber wir können ja schon mal anregen. Ihr könnt auf jeden Fall mal ja Mini-Projektvorschläge, Wünsche. Vielleicht können ja ich und Domse mal ein cooles Battle organisieren. Das wäre doch mal was. So ein großes Projekt. Das wäre eigentlich auch ziemlich geil. Dann sind wir auch Leitung, das heißt. Dann gibt es keine bösen Leiter mehr. Nee, Spaß. Also die Leitung hier, die ist eigentlich. Ja, die Leitung ist gut. Außer die ganzen Opfer. Aber die sind auch im Endeffekt auch in Ordnung, also. Nee, ich finde die. Ich finde die gehen gar nicht. Alter, die haben echt heftig gestrippt, meint ihr. Okay. Keine Ahnung. Ach, du bist da unten gerade, okay. Aber das heißt, vielleicht haben die irgendwo noch Gold. Ich kann mir fast nicht vorstellen. Die haben kein Gold. Die haben auch keine. Die haben ja keine Gold. Wenn die so viel gestrippt meint haben, dann müssen die doch Gold haben. Die haben ja nix. Die haben gar nichts. Ja, wir haben nix, ey. Die müssen doch was haben hier. Hast du gesehen, was für ein Equipment die hatten? Guck mal, hier ist Wasser. Warum ist hier unten drunter Wasser? Ach so, wegen. Das ist überall Wasser. Okay. Ja, gut, wegen den Feldern hier, okay. Die haben verbracht, das so in der Folge zu machen. Wo war das von denen, dass die was haben?
Ich würde jetzt an die Oberfläche gehen und einfach nochmal. Ich hol mir gerade nochmal einen XP aus den Öfen. Dann gehen wir nochmal an die Oberfläche und gehen einfach nochmal alle Basen durch, ne? Ja. Okay, machen wir dann das. Dann können wir ja mal. Ohne Witz, lass doch mal so machen. Wir gehen nochmal alle Bases von allen durch, die wir getötet haben. Das heißt, wir gehen nochmal zu Freaks, Flash Jones, wir gehen zur alten Gaming Bookie Base, wir gehen dann zu Zatani und Miners. Dann gehen wir nochmal alle durch als großes. Das heißt, die Folge wird doch nochmal länger werden, aber ja, ist ja das egal. Das wird dann hier eine XXL-Folge und die würde ich sagen, cutten wir einfach mal nicht, weil das ist wirklich so. Das ist jetzt wahrscheinlich die vorletzte Folge. Das ist kein Witz. Das ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wir können nichts wahrscheinlich. Also, vielleicht ist es länger, also das können, aber das ist unser. Weil im Endeffekt der stirbt, also keine Ahnung, wir wissen es ja nicht. Wir schätzen natürlich, dass wir gewinnen und ich denke, dass dann Gaming. Wir hoffen es. Ich persönlich bin da nicht so optimistisch wie du. Also, Weißweiß ist da ganz optimistisch. Ich denke, Gaming Bookie wird ziemlich krassen Zeugs haben. Also, ich bin da nicht so. Ich werde ihn auf keinen Fall unterstützen. Ich denke auch, dass einer von uns im Kampf draufgehen wird. Das ist sehr klar. Das könnte auch durchaus sein. Das wird passieren. Einer wird draufgehen. Aber dann kann halt, da sagen wir auch bei dem Kampf, es ist dann easy für den anderen abzustorben. Das Problem ist dann halt, wenn er dann spätestens in dem Moment wegrennt, wo einer von uns den so krass geschwächt hat. Wir dürfen auf keinen Fall uns splitten. Wir können ja nicht gegenseitig uns Hits machen. Das ist der Vorteil. Dann fangen wir jetzt mal an. Wir gehen mal zu Freaks und Flash Toons. Zu Freaks und Flash Toons, okay. Genau, also was ich gerade sagen wollte bei dem Kampf, es ist halt unheimlich wichtig, dass wir beide immer auf ihn draufgehen. Weil sobald halt einer von uns stirbt, ja, und er dann wegrennt, dann ist alles halt verloren, was der andere halt an Schaden gemacht hat, bevor er gestorben ist. Und dann, wenn man dann alleine ist, hat man echt ein Problem. Wir müssen immer zusammen auf ihn drauf. Egal was ist, immer drauf. Dann kann er auch uns auch beide nicht gleichzeitig hitten. Einer von vorne, einer von hinten, das wäre das Beste. Nee, echt, das ist ein bisschen Sandwich-Style, aber egal, das wäre trotzdem das Beste. Okay, das hat sich auf jeden Fall, dann gehen wir jetzt mal zur Base von Freaks. Diese Baby-Zombies, die sind ja richtig nervig. Genau, wo war die nochmal? Achtung. Ja, da vorne war ein Villager. Aber egal, dann können wir das nochmal nutzen, nochmal XP farmen. Genau, ja, nutzen wir die Nacht auch einfach nochmal ein bisschen, dann kann ich meine Schuhe schön machen, auch mit FIFA vorne ein bisschen noch. Ja, also echt das Beste, also wenn wir den Nahkampf geben, du selbst hast mir ja schon gesagt, am besten Bogenkampf. Ja. Das wäre natürlich auch das Beste. Aber dann sollten wir echt in den Nahkampf gehen, wirklich nicht vorne, nicht beide von vorne, weil dann kann er einfach so stehen und links, rechts. Also wirklich einer von vorne, einer von hinten. Ja, wie wir es beim Kampf hatten, weil, also ich würde auf jeden Fall sagen, es wäre optimal, wenn wir es gar nicht zu einem Nahkampf kommen lassen. Das heißt, wir müssen den mit Bogen... Soweit Daumen und selbst. Safety first. Richtig, das heißt, wir machen den sowas dann dort. Klar, wenn er irgendwann mal wegrennt und wir die Chance haben, denen dann ein paar Schwerthits zu geben. Weil, wie gesagt, eins darf man nicht vergessen: ein vollgezogener Bogenschuss macht genauso viel Damage wie ein Schlag mit einem Dia-Schwert. Das ist echt krass. Und vor allem dann, er hat ja Power 5, meinte er, ne? Richtig. Gegebenenfalls, ja, Power 6 gibt's ja gar nicht. Also, das heißt. Power 6 gibt's nicht. So, ich habe 17 Level, dann kill ich noch das Skelett. Wo bist du gerade? Ich bin schon bei der Base von denen. Also Gott, ich habe hier gerade noch gegen die Mobs gefeiert und die Situation richtig schön ausgenutzt. So, jetzt habe ich 18 Level, das heißt, ich kann schon mal meine Schuhe reparieren. Sehr geil. Gesundheit. Nee, ich huste. Ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich jetzt mal ausnahmsweise nicht so laut rede, weil meistens nehmen wir auch ein bisschen später auf und ich habe so das Gefühl, die Nachbarn ärgern sich da ein bisschen drüber. Ja, also ich bin jetzt schon bei der Base. Dann würde ich sagen, was sollen wir so mal, wenn wir doch beide gerne reden. Jeder eine Base, kann jeder mal sowas erzählen nochmal dazu. Genau, dann fängst du an, weil ich muss jetzt gerade den Weg zur Base suchen. Wo war die nochmal? Also, wir haben ja hier nochmal zu summieren, so ein kleines, wir haben ja hier Die Base nochmal? Ganz hinten an der Spitze bei denen. An der Spitze von was? Vom Villager hinten. Ah, okay. Da war der Eingang. Ja, richtig, hier war ja die Base von, also die erste, die andere suchen wir jetzt nicht einfach nur hier. Also mir noch, das war ja hier die Base, die haben wir sie ja auch getötet. Und haben wir auch, die getötet haben wir sie nicht, wir haben einfach nur dann hier, doch, wir haben sie hier getötet, genau. Dort runter sind wir dann, haben die verfolgt, dann haben sich in die Wand eingebaut und hier bin ich auch verreckt, das war einer meiner drei Tode, hier bin ich verreckt, genau, hier haben sie sich eingebaut. Dann haben sie eine neue Base gemacht, die suchen wir nicht auf. Das war auf jeden Fall, also nochmal, also ein Gruß an Freaks und Flashback, ich glaube, ich habe... Und der redet mir schon wieder dazwischen. Sorry, ich dachte, hier ist irgendwo. Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin gerade mal so random irgendwo lang gelaufen und irgendwie habe ich hier gerade was gefunden, wo ich noch nicht war. Dann guck du mal da und ich guck mal hier lang. Ich bin einfach so random. Wo bist du denn? Ich bin irgendwo im Wald und hier ist so eine Höhle. Könnte eine Basis sein. Dann kann ich noch. Also ich möchte dann alle Teilnehmer nochmal. Gruß an Freaks und Fashion, war auch auf jeden Fall cool, weil die auch. Recht kampffreudig waren und an den tapferen Freaks, weil viele haben sie ja Selbstmord gemacht, als sie alleine waren. Freaks war einer, der noch tapfer weitergekämpft hat. Und dann ist er gegen den bösen Domse gefallen. Ja, er hat mich nicht mal gesehen, also das fand ich ziemlich schade.
Was ist hier? Ah ja, okay. Nee, ich glaube, ich gab mich. Ist so ein Höhlensystem. Ich dachte eben sogar schon fast, das wäre der Eingang von Dingens gewesen, von Gaming Book hier, aber hier ist auch alles dunkel. Nee, dann versuche ich mal wieder zu dir zu kommen. Also ich muss erstmal zum Villager und dann an diese Spitze, ne? In den Dirt rein. Ja, genau, aber ich war da schon. Also okay. Da gibt es wirklich eigentlich nichts mehr zu sehen. Okay, gut, dann treffen wir uns gleich beim Villager. Sonst können wir einfach auch nochmal eine ordentliche Rundtour mit Game machen. Das heißt, wir machen jetzt hier so eine kleine provisorische. Versuchen, ob wir irgendwas zufällig noch finden. Was für eine Rundtour? So eine Server-Rundtour. Endtour und Game okay. Später noch. Aber hier war echt mal ein Basiseingang. Das ist im See, war so ein Wassereingang, wo ich eben war. Richtig komisch. Warte mal, wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Ich bin da, wo wir mal irgendwie die Basis von Gaming Boogie vermutet haben. Ich wollte eigentlich jetzt erst zu dir gehen, aber da habe ich mich im Wald total verlaufen. Jetzt. Warte mal, ich komme mal zu. Sag mal deine Koordinaten. Hier vorne sein. Meine Koordinaten sind -480 und -287. Dann sollen wir zuerst noch zu der Basis von Nunan und Detrox, diese Sandinselbasis, oder hier die von Gaming Booty suchen? Dann lass mal da hin. Ja, dann lass mal. Also von Satani und Gaming Booty. Booty ist ja die von den beiden. Ich sag jetzt schon Gaming Booty, weil der halt noch im Projekt ist, die alte von ihm. Da wollten wir eh noch nachschauen, oder? Eigentlich ja, die ganze Zeit noch. Weil eigentlich in der Satani Base. Wo bist du denn? Vor dir. Hier. Ich habe da eh schon lange vermutet, weil da Satani war und die eigentlich niemand kannte, außer dass er da eine Geheimchest mal gemacht hat, vielleicht. Okay. Weil die Base kann. Alle neigen dazu, das habe ich jetzt festgestellt, in alten Bases. Hier, war das? Nee, glaube ich nicht. Das war. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nur, dass wir diese Richtung gelaufen sind und ich dann, ihn dann im Boden gesehen habe. Und dann sind wir ein bisschen weiter gelaufen. Es muss etwa hier so gewesen sein. Hier irgendwie so um den Dreh. Dann habe ich hier am Namensschild gesehen. Warte mal hier. Ich müsste jetzt einfach in meine alte Folge reinschauen irgendwie. Oh fuck, ich habe mich selber angezündet. Warte mal, war das nicht hier? Warte. Weil hier bin ich gerade wieder, wo ich vorher schon war, wo dieses komische Höhlensystem. Nee, hier ist was anderes. Warte mal. Warte mal, was ist denn hier? Ist ja komisch. Ja, aber das ist es auch definitiv nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das hier ist, aber hier ist irgendwas komisches. Hier ist alles dunkel, aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Hier an diesem See, glaube ich, auch vielleicht. Irgendwo hier war das. Ich bin aber gerade irgendwo im Boden. Hier sind so Gänge und hier ist alles dunkel. Aber ich glaube, das war sogar schon ganz am Anfang da. Wo sich einer einfach so runtergebaut hat. Alter, hier ist echt krass. Aber da unten leuchtet es auch. Das ist, warte, ich werde das hier mal kurz verfolgen. Ich bin gleich bei dir. Oh, shit. Warte, du siehst mich vom Namen her. Fuck. Oh, Kacke, jetzt komm hier nicht mehr raus. Warte mal, du, spring mal ein bisschen. Oh. Komm hoch. Jetzt kannst du dich rausbauen. So. Am Fackeln? Aber ich, nee. Das ist nicht die alte von Satani. Ach scheiße, ich habe keine Fackeln dabei. Ist keine Fackeln, okay. Aber trotzdem. Hier ist ausgeleuchtet auf jeden Fall. Keine Ahnung, was das hier ist. Nochmal einfach so random in die Wand reingraben. Nee. Nee, das ist... Das ist nicht die, nee. Aber trotzdem interessant, dass also dort alles dunkel ist. Also die würde ich gerne noch finden. War das nicht dieses Drei-Schluchten-System hier? Weil wenn wir das dann schon so da vermuten, weiß ich nicht. Hier ist Erde. Ah, ich habe schon gedacht, ich hätte was gefunden. Okay. Keine Ahnung, wo... War das bei der alten Basis von denen dieses... Nee, da haben wir gar nicht so genau nachgeschaut, ne? Auch. Mm-mm. Wir haben da gar nicht gut nachgeschaut. Das ist ich gehe mal wieder zurück hoch. Okay, ich bin da, wo du zurückgehen wirst, glaube ich. Hey, du bist wieder woanders. Gott. Dann guck du mal, ob du das vielleicht findest, weil da würde ich echt jetzt... Weil wir vermuten doch schon irgendwie seit zwei Folgen, dass da was ist. Oh, nee, am Rund, echt mal noch gerne hin. Alter, hier ist ja voll krass, hier ist ja sogar ein Baum gepflanzt. Alter, was ist denn das denn für ein geiler Scheiß? Ich bin gerade hier in diesem schluchtenähnlichen System und hier ist sogar ein Baum. Ich sage, hier ist einfach ein Baum. Da ist doch was vielleicht. Ich schaue hier nach, okay. Ich bin da jetzt auch. In den Schluck. Okay. Ich sehe dich vom Namen her, ja, weil hier ist einfach mal so ein Baum, aber keine Ahnung, warum ist hier ein Baum? Das ist total. Hier ist auch nochmal so ein Gang. Wo bist du denn da? Ich sehe dich nicht. Siehst du mich nicht am Namen? Da wo der Baum ist, da bin ich. Da ist ein Baum. Ah, da ist der ist ein Baum. Lol. Ja, da ist das ein sieht hier seltsam aus. Vielleicht eine alte Basis von jemandem. Vielleicht auch was zum Looten. Vielleicht sind die gestorben und konnten das gar nicht mehr holen. Oder hier hat sich jemand so eine Zwischenbasis gemacht. Keine Ahnung. Könnte ja auch sein. Ja genau, dahinter hätte ich mich auch hergegraben. Oder war das ein Gang?
Ja. Ne, hier ist nichts mehr. Komisch. Komisch. Das hier habe ich echt auch noch nicht gesehen. Also das ist wahrscheinlich von irgendeinem alten Team. Okay. Dann gehen wir wieder nach oben oder schauen wir hier noch überall ein bisschen nach? Ich gucke hier gerade an der Erde. Also so krass, wie ich mich da bei denen, ich habe mich ja bei irgendeiner Basis so richtig verbissen im Suchen. Das werde ich auf keinen Fall nochmal machen. Das war echt krank. Ich habe ja irgendwie in jedem neuen Höhlensystem mich überall reingebaut. Wirklich fast jeden Zentimeter. Das war schon ja, ein bisschen übertrieben. Es braucht einfach zu viel Zeit und im Endeffekt haben wir dann gar nicht so viel dadurch gefunden, leider. Warte, was ist da? Das ist das Höhlensystem hier. Hier geht's wieder nach oben, okay, das ist echt ziemlich lol, aber okay. Interessant, aber jetzt leider nichts weiter scheinbar. Ja, du mich auch, Skelett. Ja. Alter, du mich in die Lava. Skelette, ey, in den Höhlen, das ist echt der Hammer. Und hier ist ja auch Lava, ey. Okay, ich gehe jetzt erstmal wieder raus. Super. Wo bist du? Warte, ich sehe dich doch direkt vom Namen her. Ich will nämlich auch raus. Warte auf mich, Weiß. Nö. Bau mich zu dir. Ich will hier raus. Ich hab so Angst. Ich glaube, ich gehe sogar gerade falsch. Ja, ich gehe falsch. Das glaube ich auch. Sollen wir uns einfach irgendwie rausbauen? Warum ist hier Cobblestone? Wenn man hier oben. Warum ist hier Cobblestone? Das ist einfach nochmal. Warum zur Hölle ist hier. Oh, shit! Sag nicht, du hast was gefunden. What the fuck ist der? Alter! Das, aber das ist eine verlassene Basis. Hier war einfach so Cobblestone. Da, wo du. Sie. Versuch mich. Ja, hier, hallo, hi, Weiß. Du warst hier und hier war einfach so ein Block mit Cobblestone. So richtig komisch wieder. Aber das muss die. Guck mal, hier ist eigentlich nur noch so Crap-Stuff. Das ist komplett genug. Nee, hier ist ein Diamond Helm Protection 1 und eine Diamond Hose Protection 1. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Weil die können wir noch hier enchanten. Vor allem den Diamond Helm Protection 1, da kann ich mir einen Protection 2 Helm vielleicht noch machen. So, hier hinter dem Gravel auf jeden Fall nachschauen. Schreibt auf jeden Fall sofort in die Kommentare, welche Basis ist das? Das ist eine alte. Weil die Weizenfelder brauchen wir auch eigentlich alle nicht mehr, oder? Also hier hinter ist auch noch was. Ich baue mich jetzt aber einfach spaßeshalber an den Weizenfeldern halt. Hier ist auch noch so ein. Ey, das könnte ja fast schon die von Luna und Detrox sein oder so. Irgendeine von denen. Weil guck mal, hier sind die Weizenfelder wieder so richtig komisch bebaut. Krass, ey. Was ist da oben? Das nehme ich auch nochmal dort. Oh, lol. Oh, eine zweite Etage. What the fuck? Wo sind wir jetzt? Lol. Das kann nicht von einem. Hä? Wo sind wir hier? Hey, das ist Satani Space. What the fuck? Das ist Satani Space. Und die ist neu bepflanzt. Alles wieder, Alter. Warum ist ja alles wieder angepflanzt? Wie haben wir das denn jetzt gefunden? Krass, ey. Lol, wir sind einfach. Guck mal, hier ist alles. Hier habe ich mich doch damals. Hier ist alles wieder zugebaut. Alter, hier sind auch noch wie. Ey, hier sind wieder die Kisten. Hier sind Sachen drin. Hier ist noch. Der hat sich hier einfach in seine alte Base gebaut. Der hat sich hier wieder. Ich hab's doch vermutet. Ey, ich hab's vermutet. Und jetzt haben wir den. Vielleicht haben wir deshalb den Eingang nicht mehr gefunden. Was machst du? Genau. Unter dem Brunnen im Cobblestone könnte was sein, ne? Das scheint, dass er sich schon vorbereitet auf den Kampf, weil hier ist eigentlich nur noch Crap. Warte, warum ist hier Cobblestone? Ey, deshalb haben wir den Eingang vielleicht auch gar nicht mehr gefunden, weil der das zugebaut hat. Ey, dann lag ich ja fast schon richtig, weil, ey, ich hätte jetzt auch gesagt, ne, wenn wir das nicht finden, dann muss der sich da irgendwie reingegraben haben, weil guck mal, das kann doch, also zugebaut haben den Eingang wieder, weil das kann jetzt sein, dass da irgendeiner noch den Eingang zumacht, ey. Ist ja richtig krank. Ne, es kann nicht sein, aber das Alter, ist echt hier gerade. Alter, und das ist ja mehrstöckig. Waren die schon vorher da oder hat er die neu gemacht? Wir haben letztes Mal gar nicht so nachgeschaut. Wo war die geheime Base? Da war irgendwo ein geheimer Gang nach unten. So ein Leiterteil. Echt? Ja. Weiß es nicht. Dann grab doch einfach mal alles auf. Versuch mal alles aufzumachen. Ich muss mich erstmal wieder orientieren hier. Sollen wir das Weizenfeld? Ich wette, der enchantet alles auf Protection 1 und fügt dann alles zusammen. Na klar. Da, hier ist die Leiter nach unten. So, und weißt du, was ich jetzt. Alter, das ist ja richtig krass mehrstöckig. Gib dir das mal, ey. Ja, ich geb's mir gerade. Das ist so abgefuckt mehrstöckig. Dabei diesen. Alter, das ist ja krank. Wie viel Zeit. Hier ist ja überall. Alter, hier ist ja überall Weizen. Das ist everywhere. Das ist wirklich. Alter. Was? Alter, wir haben hier letztes Mal gar nicht so richtig reingeschaut, weil wir dachten, das ist schon alles, ne? Weil hier alles so groß war. Von den Weizenfeldern. Hat das neu gemacht. Also. Oder der hat es neu gemacht, ich weiß nicht. Das kann aber sein, dass auch schon. Alter, also der hatte echt viel Zeit. So, aber hier muss irgendwo noch eine geheime Chest sein. Ist hier unten auch noch was? Meinst du echt?
Klar. Aber unterm Brunnen war sie nicht mehr, ne? Überall, wo Cobblestone ist, mal abbauen. So, ich guck nochmal hier, ob hier unten was ist. Weil irgendwie immer da, wo Wasser ist, kann sich mal überall da, wo Wasser lang bauen, da sind meistens auch noch andere Weizenfelder. Scheinbar. Unter Wasser sind nochmal andere. Weil hier ist nichts mehr, das ist einstöckig. Ja gut, was machen wir jetzt mit dem ganzen Weizen? Das ist, was ist hier? Hier ist ein Bett. Hier ist ein Bett von ihm. Das Bett. Hier ist ein Bett von ihm. Sollen wir das Bett irgendwie mit Lava fluten? Jetzt stell dir mal vor, vielleicht ist hier irgendwo beim Bett eine versteckte Kiste. Schauen wir mal beim Bett nach. Man versteckt es ja meistens irgendwie bei der Matratze. Warte, hier ist noch ein Weizenraum. Hier ist noch ein Weizenraum. Alter, das ist doch so abgefuckt krank. Ah, nee, ey, das aber ist wir, haben jetzt, also nur noch, das muss die von ihm sein, nur noch erst im Team. Das und ist die alte, im Projekt meine ich. Und das ist das von Zatanni. Und wir wollten die jetzt sogar noch suchen, weil wir da nochmal vorbeischauen wollten, weil es einigermaßen logisch gewesen wäre und wir haben den Eingang nicht mehr gefunden. Das heißt, jetzt aber sind wir so komisch durch das Höhlensystem. Und echt, ich dachte schon, echt, ich wollte eigentlich schon bekloppt. Gehen. Hätte ich jetzt den Eingang. Ich dachte, weil da ging es dann rum. Da habe ich dann nochmal ein Cobblestone gesehen. Ich habe mir jetzt gedacht, Alter, wenn ich da hinten schon mal also aus Neugierde einfach die Smoothstone-Wände aufgebaut habe, schaue ich da nochmal nach. Und da war einfach wieder Cobblestone. Da war einfach wieder Cobblestone. Ich werd noch verrückt hier mit dem Typen. Der macht alles mit Cobblestone. Falls es das von ihm ist. Wir wissen ja nicht, vielleicht war es hier ja sogar davor. Wenn oder die von das könnte ja auch alles sein. Aber wenn es die von Zatanni ist, was es ja ist, definitiv. Das muss es die von ihm sein. Das ist ja. Der hat ja richtig ausgebaut, ey. Der hat ja richtig. Ey, da oben ist ja wieder was, ey. Ich werde ja noch verrückt. Einfach mal auch in die Decke reingraben. Hier ist ja überall was, ey. Hier ist ja überall was. Ja, also, ich weiß gar nicht, was wir jetzt hiermit machen sollen. Das ist ja alles zu krank. Das Weizen können wir leider nicht gebrauchen. Was wir bräuchten, wäre Gold oder aber dann ja, muss hier noch Gold. Also du hast recht, hier muss noch eine versteckte Kiste sein. Warte mal, ich habe was gefunden. Auch schon wieder mit Cobblestone zugebaut. Der wird sich auch Rücklagen machen, wenn er. Ich meine, der hat ja noch genug Leben. Der wird schon noch. Der wird nicht so blöd sein und alles auf den einen Kampf warte, setzen. Warte, hier könnte was sein. Hier könnte was sein. Warte mal, ich muss mich nochmal nach oben graben. So. Weißt du, was ich mich frage? Ja. Warum zur Hölle hat der mehrstöckige Weizenfelder? Ich check das nicht, das ist total krank. Warum sind da oben wieder so. Gott, ey, ist die Basis komisch aufgebaut. Da oben ist ja auch wieder was. Einfach nur mal überall da, wo so was ist, nach unten kramen. Vielleicht ist da auch nochmal was, weil das alles so mehrstöckig ist. Hast du ja schon gemerkt. So, da habe ich mich schon. Hier wird wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Nee. Nochmal nach oben graben. Ich glaube, da unten wird er nichts mehr haben. Ich grab mich aber hier auch nochmal kurz nach unten. So, der wird die geheimen Chests wahrscheinlich sehr gut platziert haben. Sehr gut platziert haben, denke ich nämlich auch. Wahrscheinlich ziemlich krass, so wie wir vielleicht. Ja, das wenn, kann. Wenn der das so gemacht hat, wie wir das gemacht haben, dann können wir das vergessen. So, weißt du, was ich mit. Einige haben mir gesagt, wir können das Weizen mit dem Eimer abfahren. Aber weißt du, was ich mir jetzt überlegt habe? Warum eigentlich nicht mit der Schaufel? Das geht so abnormal schnell mit der Schaufel, wenn wir einfach das Dirt wegmachen. Und wir vor allem, brauchen das Weizen nicht. Der hat dann richtig viel Arbeit, das wieder neu zu machen, verstehst du? Aber der wird das nicht neu machen. Der braucht auch mal. Keine Dias. Warum ist hier das Wasser so? Ist dahinter vielleicht eine versteckte Kiste? Nee, nicht. Vielleicht hat es wieder. Aber das ist richtig unsicher, die Base. Gemacht. Das sind überall, wenn man sich einen Block weiterbaut, unsicher, ja. Dann sind da sofort Minensysteme. Also, dass man das. Der hat halt die geheime Chest gut versteckt. Das sieht man der jetzt wird sie richtig gut versteckt haben. Ja, hier ist auch. Ach so, hier ist sogar das Schluchtensystem, wo wir uns lang gebaut hatten hier. Richtig. So, dann müsste ich da ja von da aus eigentlich den Eingang wieder finden, ne? Ach, hier bist du. Hallo, genau. Hallo. Das ist richtig unsicher, ey. Aber dass wir das so gefunden haben, das ist echt krass. Ja, auf einem komplett anderen Weg, aber auf gefunden. Einem richtig anderen Weg. Gefunden ist gefunden. So, machen wir nochmal alles weg. Also, die versteckte Kiste wird echt schwer zu finden. Denk die ganze Zeit, ob er die nicht in der Decke irgendwie gemacht hat. Weil in der Decke schaut man meistens nicht nach, ne? Schau nochmal überall in der Decke nach, zur Sicherheit. Weil dann würden wir, denke ich mal, ziemlich viel Gold finden, nehme ich mal an. Warum höre ich hier so viele Zombies? Hier sind richtig viele Zombies irgendwie. Ist das aufgefallen? Ja, weil die Höhlen alle offen sind. Okay. Warte mal, ich habe hier Cobblestone gefunden. Na, schon wieder. Okay. Der hat alle Eingänge zu Höhlen sind alle mit Cobblestone zu. Alle mit Cobblestone. Das ist der Verdienst, gefunden zu werden. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Er hat sich halt echt wenig Mühe gegeben mit der Base. Warum ist hier. Okay, das ist auch ja, so der Base-Aufbau, doch, da steckt. Aber die zu verstecken halt null. Ja, die verstecken nicht, klar. Aber das Ding ist halt, guck dir alleine mal. Ich meine, guck dir mal diese Weizenfelder an. Das ist einfach krank. Also, wenn ich mir jetzt überlege, ich würde überhaupt nicht den Bock dazu haben, das hier alles zu machen. Ich meine, es gibt
schau dir das mal an, ey, das ist doch... Ich würde eigentlich fast am liebsten noch ein bisschen Weizen mitnehmen, ehrlich gesagt. Ja, ja, ich plan auch. Dann fangen wir an. Weil dann hätten wir, ja... So, der Leiter schreibt etwas in der Konfi, der Projektleiter, in die Konfi. Ich denke mal, wir werden gleich vom Server geschmissen. Vielleicht und denkt dran, wir können uns jetzt über diese Weizenballen machen, damit können wir mehr transportieren, wenn unser Inventar voll ist. Stimmt, Weizenballen. Das haben mir richtig viele geschrieben, das ist ein richtig guter Tipp, vielen Dank dafür. Kann man die auch Entweizenballen wieder? Ja, kann man, habe ich doch gemacht, da als der eine da so richtig viele, der Master zu Dingsbums da ja. Krass, ey. Also krass, das ist, also die meisten machen es echt wieder in der Nähe von ihrer Alten, einfach in ihrer Alte. Richtig krass. So, wie mache ich jetzt so einen Weizen? Einmal komplett? Ja, wahrscheinlich einmal komplett so. Der wird wahrscheinlich nicht mal mehr einen Raum haben für die Diamond Chest, sondern wahrscheinlich auch sogar. Meinst du, der hat sie, ich meine, wenn ich mir das hier so anschaue, ich könnte mir locker vorstellen, dass es einfach irgendwo, das wäre wahrscheinlich das Beste für ihn, wenn er es irgendwo unterm Weizenfeld, unter der Erde, also unterm Smoothkorb ist unter der Erde versteckt. Weil das ist so eine riesige Fläche, jetzt mal rein von der Logik her gedacht, ja. Wir haben nämlich keine großen Weizenfelder, aber wenn ich so große Weizenfelder hätte, würde ich es auch so machen, weil es ist einfach das, wo man verrückt werden würde mit dem Suchen. Und ich glaube, wir bräuchten hier auch gar nicht anfangen zu suchen. Ich meine, wir müssten hier wirklich, falls es überhaupt so ist, ne, müssten wir wirklich so diese... Geil, Manchester dazu 100%. Warte mal, ich richtig jetzt gut noch. Versteckt. Also, der wird einen haben, aber richtig gut versteckt, sodass wir eigentlich auch gar nicht mehr suchen brauchen. Wirklich nicht, also... Ich glaube auch nicht, dass es bei irgendeinem markanten Punkt gemacht hat, oder? Ich gehe noch einmal in den Kistenraum. Höchstens in dem Kistenraum. Da stelle ich es mir noch. Also ich könnte es mir echt irgendwo unter den Feldern vorstellen. Das wird, also von der Logik her betrachtet, das Beste sein. Weil so große Felder, denk mal drüber nach. Wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich, eben, weil der Kistenraum, da waren wir schon und den Kistenraum hatten wir schon mal gefunden. Wir sind ja nur noch die einzigen Gegner. Deshalb wird er sich vielleicht auch genau das gedacht haben. Und von der Logik her würde ich das entweder in der Decke oder unterm Weizenfeld oder Smooth Stone machen. Rein von der Logik her. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung und ich glaube auch nicht, dass wir das finden würden. Ja, finden so, ich komme mal zu dir, ist hier eine Crafting Bench, dann kann ich mal gucken, wie das hier mit diesen... Ja, so mache ich diese Ballen. Oh ja, da werde ich richtig viel von stacken können, hoffentlich. So, jetzt habe ich schon mal 14 von den Ballen. Was werfe ich denn noch weg? Den Sand kann ich auch noch wegwerfen, dann kann ich mir noch mal ein bisschen viel Weizen holen. Guck mal, der hat hier sogar die Sugarcanes wieder. Ne, das ist ein anderer Sugarcanes-Raum, ey. Einfach richtig krass, was der Junge hier gemacht hat, ey. So viele, das ist ja mehrstöckig, das musst du dir mal geben, es ist mehrstöckig. Das ist insgesamt 2 Stöcke groß sogar. Ja, das ist echt der Hammer. So. Krass, echt. Also das wird jetzt auch wirklich eine krasse XXL-Folge. Ja, das würde mich auch echt freuen, wenn ihr das vielleicht mit einem Like, wenn es euch gefällt, natürlich nur. Weil ich sag euch eins, so eine XXL-Folge ist krass viel Arbeit mit Rennern und Hochladen. Ja, das dauert richtig lange. Ist echt, das fickt mein Internet immer. Ja, und in der Zeit kann man meistens leider auch nichts anderes machen. Jetzt kommt mir nicht mit Lade doch in der Nacht hoch, ja. Ja, das dauert das ist länger, als die Nacht geht, leider das meistens. Das Problem ist halt auch der Strom, also man ist halt Stromverschwendung pur. Ja, leider auch, eben. Gerade die letzten Folgen sind XXL-Folgen, wir machen sie gerne, das sage ich auf jeden Fall, aber Creeper. So. Aber das ist ja, wir machen die Folgen gerne, nur es ist halt richtig viel Arbeit, das im Nachhinein halt online zu machen. Aber mich regt's auf, der wird zu 100% eine fucking geheime Chest haben. Man weiß es, dass er eine haben wird, aber man... Wir wissen, ich vermute sogar wirklich irgendwo unter den Feldern, aber wenn wir jetzt anfangen würden zu suchen, wir würden hier noch um 6 Uhr sein, ja, und das wäre in 5 Stunden. Also, da sollen wir anfangen zu suchen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock. Was meinst du? Ich farm alle Erde jetzt mal ab. Das mache ich. Alle Erde? Ja. Ja gut, ich glaube nicht, dass es direkt unter der Erde hat, wenn dann irgendwo unter Smoothstone, weil da musst du wirklich richtig lange fahren. Und Leute, es bringt auch nichts, wenn ihr dann noch in die Kommentare schreibt, blablabla. Das ist alles aufgenommen, das ist wahrscheinlich die letzte Folge, wie gesagt. Also, und besonders finde ich das noch unfair. Komplett. Ja, und das ist richtig unfair. Ja, wir sind sowieso so weit im Voraus. Warum ist hier Cobblestone? Okay. Ja, hier ist überall Cobblestone. Ja, fast so. Weißt du... Wenn das vielleicht unter Cobblestone bei so Wasser, weißt du, in den Feldern, dann müsstest du mal drauf achten, ob da irgendwo was ist. Stimmt. Vielleicht. Lol, ich baue wie gesagt die Erde gerade ab. Nur so eine Vermutung. Vielleicht hat das irgendwo. Ich schau mal überall beim Wasser rein, weil
beim Brunnen, er hat es ja beim Brunnen beim Wasser gemacht und dann hat er zu uns ja auch noch gesagt, das hat er uns gesagt, wir wären ja auch so blöd und hätten in der alten Basis, weil wir haben ihm ja vorenthalten, als wir mit ihm geredet haben, haben wir ihm gesagt, Mensch Junge, das ist ja eigentlich richtig dämlich, wie du die Kiste versteckt hast. Meinte zu uns, ja in der alten Basis habt ihr es übersehen. Und deshalb könnte ich mir sogar vorstellen, der hat es wieder irgendwie unter Cobblestone versteckt. Wenn er schon mit dem alten Schema alte Basis anfängt. Ich versuche den halt einfach zu verstehen, ne, wie der denkt. Das ist das Wichtigste. Nicht so denken würde wie er. Ich kenne ihn leider nicht so gut. Müsste ich mal mit die komplette Erde ab. Farm einfach die ganze Erde weg. Echt die komplette Erde? Ja. Ich glaube kaum, dass er so. Warum ist hier Cobblestone? ich glaube kaum, dass er wirklich so blöd war und es direkt. Also, wenn, dann denke ich wirklich eher unter Smoothstone, ehrlich gesagt. Oder halt unter Cobblestone, unter der Erde. Warum ist hier überall Cobblestone? Warum ist hier Cobblestone, ey? Das ist doch... Ich baue jetzt überall... Also Cobblestone können wir abbauen. Die Zeit haben wir noch. Überall, wo Cobblestone ist. Hier ist auch noch Cobblestone. Meine Spitzhacke geht gleich kaputt. Hast du noch eine? Leider nein. Aber der hat ganz viele bestimmt. Okay, der hat ganz viele. So, hier war eine Fackel. Dann schauen wir mal. Dann ist da auch noch Cobblestone. Ne, hier ist nichts mehr. Baue ich mich hier mal so gerade nach oben. Eine Schaufel verabschiedet sich auch. Hast du noch gesteckte Schaufeln zufällig? Nee, aber ich gebe dir hier mal meine. Bitteschön. Die ist jetzt da runter. Soll ich auch noch mal hier so... Ich baue mich immer so rastermäßig. Einfach mal so ein Kreuz in den Smoothstone hier rein. Hier oben. Ja. Hier kann ich mir das am meisten vorstellen. Warte mal. Da oben, warte mal. Da, wo diese große Fläche ist. Ja, keine Ahnung. Bin mir... Also... Achso, hier bei dieser kleinen. Das sieht irgendwie so verdächtig aus. So verdächtig. Okay, ich guck mal kurz, ob der noch irgendwo Spitzhacken hat. Schaufeln auch gucken direkt. Kaputt. Schaufel ist hier noch eine, die halb kaputt ist. Was schmeiß ich denn dafür raus? Spitzhacken gebe ich dir. Steck wieder einfach Weizen. Ja, genau, Weizen, ja. Zu den Dingens da machen. So. Oh, das gibt echt richtig viel. Das ist der beste Tipp. Also wirklich vielen Dank dafür, Leute. Ja, das ist. Ich habe schon noch einmal Ja, gut, es ist gar nicht so schlecht, das Ganze mal jetzt nochmal, weil, sagen wir selbst, wir sterben zweimal gegen Gaming. Okay. Ja, dann hätten wir auf jeden Fall eine gute Chance nochmal. Ansonsten, nee, hier sind keine Spitzhacken leider. Die hat er alle selbst. Warum ist hier Cobblestone? Ach, das ist der Höhlenein, okay. Vielleicht hinter den Leitern. Nee, da müsste der jedes Mal eine Leiter abbauen, ne? Auch blöd. Glaube ich. Warum ist da Cobblestone? Ist auch nichts, okay. Hier geht es dann ins Höhlensystem. Oder hat es irgendwo im Höhlensystem? Nee, ich warum ist hier Cobblestone? Auch nichts, okay. Hier. Ist auch nichts. Da vielleicht? Nee. Okay. Oh, krass, ey. So, dann baue ich das hier mit der Schaufel auch nochmal alles ab. Aber ich habe eigentlich schon fast überall unterm Wasser reingebaut, weil ich halt, das ist halt das Einfachste, um an ein neues Weizenfeld zu kommen. Die Cobblestone-Hügel, da hast du ihn gemacht, ne, um das Wasser wegzumachen. Ja, genau. Okay, okay. So, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er so blöd ist und es direkt unter Dirt gemacht hat. Wenn, dann vielleicht sogar wirklich, wirklich auch noch Smoothstone. Warte mal. Scheiße, wir hätten gucken müssen, wo die Felder nicht geharkt waren und hätten da drunter nachschauen müssen. Kacke. Überleg dir das mal. Warte mal, weißt, hier was ich meine? War zwei... Da hätten wir vielleicht... Weiß. Ja. Weißt du, was ich meine? Da hätten wir nachschauen müssen. Da, wo bei den Feldern halt das kaputt ist, also praktisch die Erde halt nicht gehakt ist, sodass da Weizen... Da hätten wir nachschauen müssen. Kacke. Aber ich glaube, das hätten wir nicht sehen können. Ich glaube, das waren aber keine. Okay, okay. Mann. Aber das wäre mir aufgefallen. Okay. Vielleicht hier hinten bei dem... Beim Sand haben wir auch noch gar nicht nachgeschaut. Was? Warum ist da oben Holz? Habe ich mir auch gedacht. Richtig komisch. Warum ist hier seine Base ist komisch. Die ist richtig komisch, ey. Was hat er sich da nur dabei gedacht, ey? Okay, hier ist das Höhlensystem. Ich frage mich, was er sich denkt, wenn er wieder auf den Server kommt. Wahrscheinlich denkt er diese Uhrensöhne. Diese Bastarde. Früher war alles besser, ja. Aber momentan sind seine Hoffnungen groß, dass er nichts Wertvolles im Endeffekt verliert.
Ja, denke ich auch. Aber der wird eine Verstärkung. Ich meine, wenn er sich schon, vor allem er meinte zu uns noch so, also wenn ich mir eine Basis mache, dann mache ich mir nicht, gebe ich mir nicht viel Mühe damit. Oder was ich auch überlegt habe, ist eine komplett mobile Base, sagt er so zu uns, ne? Dann jetzt natürlich, wo der bei uns in dem One vs. One gegen dich halt gewonnen hat, war ja für mich persönlich sowieso schon klar, dass er sich noch eine Base machen wird, Ja, um die klar. ganzen Sachen irgendwo unterzubringen oder halt eine versteckte Kiste. Weil wenn er sich jetzt schon wieder so eine fette Base aufbaut, ja, der wird sich wahrscheinlich wieder richtig krass, der wird sich wahrscheinlich richtig, richtig krass jetzt ausgerüstet haben. Also so richtig, richtig, richtig krass. Das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Bestimmt Protection 4 auf alles. Ja, XP ist nicht so leicht zu bekommen. Naja, stimmt auch wieder, aber. Was? Ich habe eine Geheimschrift gefunden, Nein. da waren aber nur Seeds drin. Okay. Aber er hat sie drunter gehabt. Aber er hat sie Okay, jetzt drunter warte mal. gehabt. Das heißt, wir müssen überall nachschauen. Oder? Überall nochmal. Weißt du was? Ich baue mich jetzt über. Alter. Ich Aber er würde jetzt hatte am sie liebsten überall unterm. nach. Ich würde jetzt am liebsten überall nachschauen, ehrlich gesagt. Er Überall hatte mich sie überall unter einem nachschauen. Feld. Unter einem Feld, das heißt. Wir haben den Lagerraum noch gar nicht ausgehoben. Hier wäre noch Potenzial. Da beim Lagerraum oder noch bei den anderen Feldern. Aber guck mal, das ist so ein kleines Feld. Vielleicht bei den anderen kleinen Feldern. Ich schaue hier nochmal nach. Ich guck mal beim Lager hier. Warum ist hier auf einmal. Oh, ich habe Gold gefunden. Sehr schön. Oh, Gold in der Chest oder Gold so? Gold so, Gold so. Gold in der Chest wäre OP. Dann hätte ich ja eine Chest gefunden. Das wäre super. Aber habe ich leider nicht. Aber ich steck mal neues Weizen. Da war auf einmal auch einfach wieder so Cobblestone unter Smoothstone. Das ist richtig komisch, ey. Hast du jetzt die Chest gefunden? Glück? Einfach so Glück, nochmal ja, ich nachgebaut? habe einfach Okay. die Erde abgebaut. Krass. So, und da war das sogar schon so offen. Richtig geil, ey. Richtig geil. So, jetzt warum ist hier alles mit Cobblestone? Ach, das habe ich ja zugebaut, genau. Ich bräuchte jetzt echt eine Spitzhacke. So, das sehe ich jetzt hier aus. Hier habe ich eine Hoffnung vom Lagerraum. Guck mal, hier sind auch richtig viele. Ich habe wieder eine Chest gefunden. What the fuck? Okay, ich darf nicht so laut sein. Ich darf echt nicht so laut sein Oh wegen den Gott, mein Nachbarn. Hals! Scheiße. Ich darf nicht so laut sein. Kacke. Ich darf echt nicht so laut sein. Fuck. Oh mein Gott, weiß! Ich bin ein Genie, sag's Da ist bitte. ein Power. Den Power 4 Bogen nehme ich mir gerade mal und da sind da noch Oh, zwei mein Power Kopf 3 tut weh. Bögen. Ein sharpenes 3 Schwert. Alter, das ist. Junge, 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 Junge. Den OP-Gold-Apfel nehme ich jetzt einfach mal an. Wie nicht viele so. Diamanten? Junge. Alter. Alter. Ich glaube, das. Aber so OP ist das darf nicht. Ich glaube, aber wir haben den OP-Gold-Apfel. Wir haben Hat einen alles. OP-Gold-Apfel. Das heißt, wir haben wieder beide OP-Gold-Apfel, richtig? Du hast einen und ich habe einen, richtig? Aber hier ist sogar Cobblestone noch drunter. Ich hab's im Riecher gehabt hier. Das da drunter. Bestimmt ist, wenn da auch noch eine ist, ey, dann raste ich aus. Nee, ist eine Höhle, oder? Guck da Okay, mal. also dass diese. Okay, dadurch, dass wir jetzt die Seed-Kiste gefunden haben, war klar, dass noch irgendwo was sein muss, richtig? Und das war einfach so hinter Dirt. Das war einfach so unter Dirt. Achtung, Achtung, Creeper. Okay, gut. Also es Wo war werden das jetzt jetzt Videos nochmal? geguckt, Vorwürfe ohne Ende kommen, aber wir, ohne Witz, wir haben Also ein jetzt mal bestimmtes ehrlich, Schema. ich denke, es ist so wie, wir haben das Schema einfach erkannt, wie man suchen muss. Wir haben so gesehen einen Suchalgorithmus entwickelt, würde ich mal einfach jetzt behaupten. Und man wird halt mit der Zeit immer besser, denke ich einfach mal jetzt beim Suchen, weil man halt immer mehr merkt, ich meine alleine schon diese letzte Base, wo ich mich überall reingebohrt habe, ich dachte schon echt, ich werde bescheuert, aber ich dachte mir einfach, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und ihr seht ja, wir laufen jetzt die ganze Zeit rum und nehmen einfach alles auseinander. Einfach alles. Und irgendwann findet man halt auch was, ne? Also nochmal, ne? Ich meine. Da war ein Power 4 Bogen drin, richtig? Ja, Power 4 und 2 Power 3, die hast du jetzt so. Ah, jetzt habe ich den hier. Ich wollte den Anvil. Ich möchte mal gucken, vielleicht kriegen wie wir einen man es Power auch 5 schon gesagt Bogen. hat. Und dadurch halt. Ich meine, wir haben jetzt halt auch die Erfahrung, nochmal alte Base, deshalb. Also siehst du, ich hatte recht, wir hätten schon viel Ich früher kann, ich nachschauen kann dir sollen. ein, ich kann noch einen Power 4 Bogen machen und dann könntest du aus zwei Power 4 Bögen, wir haben ja dann drei Stück, Weißt du, was ich einen jetzt Power 5 erstmal mache? machen. Ich repariere jetzt erstmal meine Schuhe. Ganz kurze Frage, da möchte ich jetzt mal dich ansprechen. Der Scheiße, kann ich jetzt gar OP-Goldapfel, nicht. weißt du was? Den werde ich ihm lassen. Den Den werde ich wirst ihm du ihm lassen. lassen? Den werde ich ihm lassen. Diese Echt jetzt? Fairness, ja. Den wirst du ihm lassen? Den werde ich ihm lassen. Ernsthaft jetzt? Er hat einen zurückgegeben, komm schon. Also. Hat eins zurückgegeben? Ja, weil er. Das Ich werde. stimmt. Stimmt, stimmt. Gut, er hat uns, gut, er hätte uns den echt nicht, ja, Er hat stimmt. ihn, also. Das war ja deine Dummheit oder unsere Ja, Dummheit, dass ich unsere dir auch nicht Dummheit. nochmal gesagt habe, ey, gib mir den zurück, ich war zu geflasht nach dem Kampf. Gut, den OP-Goldapfel lassen wir ihm, du hast recht, ja. Das machen wir. Wir werden jetzt. Okay,
Okay, eigentlich haben wir gesagt, wir gehen kein Risiko mehr ein, aber... Nee, aber so viel Fairplay machen wir auch noch. Ja, das stimmt, weil er hätte uns den echt nicht mehr zurückgeben müssen. Von daher, soll ich den hingeben? Sollen wir so eine Kiste machen? Ja, den da rein. Warte mal. Mach den da rein, gut. Dann okay, gut. Nimmst, wir haben, dann ich hab noch einen im Inventar. Ja, warte mal. Ich mach den. Ja, behalt du deinen, den du im Inventar hast, okay? So, dann habe ich jetzt einen Power 4 Bogen. Du hast auch einen, richtig? Richtig. Willst du den Power 5 Bogen machen, weil du viel besser mit dem Bogen kannst? Ja, klar. Das ist jetzt Plan. Warte mal, ich mache jetzt einen Power 4 Bogen aus den zwei Power 3 Bögen. Okay. So, dann hast du einen Power 4 Bogen. Wie viel XP hast du? Ich habe noch 20, aber ich müsste halt unbedingt noch meine Dia-Schuhe reparieren. Wie viel brauchst du dafür für XP? 18. So, warte, dann gebe ich dir... Hä, warum... Ach so, ich habe jetzt zwei Power 4 Bögen, ja, richtig, ja. Eigentlich solltest du die kombinieren. Ich guck mal kurz, wie es am billigsten wäre. So kostet mich das 21, wenn ich jetzt den fast ganz nehme, kostet mich das 27. What the fuck, das wird teurer damit. So, also, wie viele Level hast du? Warte mal, vielleicht wird es dann mit den beiden kaputten billiger. Könnte ich fast schon drauf wetten. Ne, damit kostet es dann 30. Interessant und so. Kostet 32, okay. Weiß? Ja. Das kostet mit diesen beiden Bögen, die ich jetzt gleich droppe, 21 Level. Da hast du die beide. 21 Level. Bogen zu machen. 21 Level. Ich bräuchte noch ein Level, aber ich muss meine Dia-Schuhe reparieren für die Dia-Rüstung. Waren da noch, waren echt war noch so. Mal die versteckte hier. So. Der wird richtig sauer sein, ja. Oder soll ich mir Protection-Dia-Schuhe machen, möglicherweise? Mit Protection. Meine Stimme versagt langsam. Okay. Ja, das kostet mich nur 14. Ich glaube, ich nehme die, weil dann sind die besser. Bin echt langsam an einem Limit. Ja, ich nehme die hier so. Oh geil, ich habe Protection 2 Brustplatte wieder. Super geil, okay. So, also nochmal, für die jetzt wirklich, die uns vorwerfen, ich meine, es dachte Gaming mir damals ja sogar, wir haben echt das Schema erkannt, wie Weiß schon sagte, und ja, gut. Das ist komplett sein Pech. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen, ich will mich jetzt auch hier nicht rechtfertigen oder so, wir wollen das Ganze hier fair durchziehen, wir gucken auch keine Videos oder so. Das ist, ja. Weil du hast recht, die Vorwürfe, die kamen schon ein paar Mal leider. Wahrscheinlich auch hauptsächlich ironisch, weil eigentlich seht ihr, wir gucken hier so bescheuert. Ich meine, ich habe sowieso meine Paranoia, meinen Namensschildscanner und alles. Von daher. Ja, okay, dann würde ich sagen, geh mir jetzt an die Oberfläche. Wir werden auch die Folge, weil langsam ist mein Hals echt wieder fertig. Okay, was für eine Protection-Hose hast du? Ich habe Unbreaking 1 Hose. Dann gebe ich dir mal eine Protection 1 Dia-Hose, oder? Bitteschön. Das ist angenehmer. So, dann gucke ich mal kurz, was es kosten würde, einen Protection 2 Helm herzustellen. Weißt du, ich gehe schon mal jetzt an die Oberfläche. Was für einen Protection Helm hast du? Protection 2 und ich habe noch einen Protection 2 Helm. Okay, dann werde ich mir... Ach, du hast noch einen Protection 2 Dia Helm bei dir? Ja. Warum gibst du mir den nicht? Danke, wo war der? War der in der Kiste? Ja, oder? Der war in der Kiste. Also super, dann habe ich ja... Super geil. Ja, passt, ne? Würde ich mal sagen. Du hast auch einen Protection 2 Helm jetzt auf. Okay. Ich bin wieder gut dabei. Läuft auf jeden Fall. Läuft. Ja, läuft. Hab ich schon gesagt, das läuft. dann bau den Amboss aber noch ab. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir an die Oberfläche und dann beenden wir die Folge. Also wir gehen vorher noch in die Base. Was? Ja. In unsere Base, genau, machen wir so. Nee, ich bin echt, ich freue mich. Ich würde jetzt auch richtig ausrasten, aber ich darf nicht wegen den Nachbarn, weil es ist mitten in der Nacht. Wir haben jetzt gerade 2:30 nachts. Gesundheit. Verreck bitte nicht. So, du schwimmst jetzt einfach nach oben. Wo sind wir hier? Und warum ist hier Cobblestone? Könntest du das hier mal bitte aufbauen? Komm mal her. Warum ist da Cobblestone? Wundert mich. Schau mal nach, vielleicht ist da noch eine Base. Nee, das ist... Nee, okay, die Geheimtruppe war echt nicht stark. Der hat sich alles zusammen kombiniert schon von mir. Das heißt, der hat echt... Ja. Oder der hat noch eine. Jetzt... Glaube ich nicht. Das war eine Doppelchest. Du hast ja diese Seeds gefunden, diese Seeds-Chest, richtig? Richtig, da war ja eigentlich nur Crap. Das wird die einzige, oder die Truhe von ihm gewesen sein. Also die Truhe, ne? Ihr versteht, was ich meine. Finde ich echt leicht geil. Aber der wird echt richtig gut ausgesucht. Guck mal, da haben wir jetzt eigentlich mittlerweile echt jede Basis gefunden. Krass. Ja. Ja, na gut, wir haben auch sonst nichts zu tun, weil das Ding ist halt, wir farmen nicht, wir sind keine Farmer. Gaming Bookie ist ja scheinbar voll der Farmer hier mit seiner Riesenweizenfarm und wir suchen halt Bases und ja,
Diese Lache, Alter. Leute, das muss uns best auf. Ich darf nicht laut lachen. Sorry, ich meine der Nachbar nicht. Ich würde am liebsten laut rufschreien, weil ich mich so freue, dass wir die Basis gefunden haben. Aber ich glaube, ich hätte auch Gaming Bookie ist immer noch 100% selber schon. Wir haben gesagt, wir kriegen kein Risiko mehr ein. Aber den Goldäpfel kriegt er. Das ist so, wirklich eine Sache. Dann will ich kurz nochmal Level farmen, weil ich könnte mir vielleicht sogar noch ein Protection 3 helfen. Du kannst die Folge gerne weitermachen. Ich gehe jetzt in die Base. Ich beende die dann jetzt, weil langsam. Du beendest. Nee, dann gehe ich mit dir in die Base, weil langsam werde ich auch ein bisschen müde. Bisschen. Aber nur ein bisschen. Oh mein Gott, ey. Das, Power 4, Alter, das ist so. Mit Aussicht auf Power 5. Jetzt nur noch wahrscheinlich wird noch eine Farmfolge kommen, Leute. Wegen Power 5 Bogen. Power 5 Bogen wäre OP. Geil. Sollen wir die das Weizen tauschen wir nicht in Diamanten ein, ne? Das können wir. Die Weizenballen. Wir machen noch eine Farmfolge dann. Das heißt noch okay, eine. Aber die Weizenballen jetzt, lassen wir die jetzt einfach mit dem Tau da geben, machen wir nochmal eine versteckte Kiste nur mit dem Weizen, was wir die jetzt haben. Die lassen wir erstmal vorerst im Inventar und lösen okay, die okay, wo noch bist ein. Du gerade? Jetzt habe ich dich verloren. Einfach runtergeschwommen. Lässt den Eingang offen. Damit, da hinten bist du. Ich finde ja nicht mal den Eingang. Ich glaube, du bist wieder falsch. Ja, ich weiß nicht, was jetzt wieder los ist. Es ist Nacht, das ist blöd. Aber da bist du, glaube ich, weil hier etwa müsste es eigentlich sein. Hier müsste es eigentlich sein. Gott, ich hasse das mit dem Wasser. Aber so, wir haben halt so viele Bases und finden unsere eigenen nicht mehr immer. Das ist richtig scheiße. Aber unsere ist halt wirklich unauffindbar. Ja, fast. Außer durch die Strip-Mining-Gänge mit den Schluchten. Falls die noch irgendwo irgendwie verbunden sind, könnte man unsere sogar wirklich noch finden. Da bist du sowas von zu weit, weißt? Das weiß sogar ich noch. Ja, ich bin leicht verwirrt wieder. Ich merk's, aber ich bin gerade auch richtig fett. Ich komme hier echt nicht mehr klar mit dir. So eine scheiß versteckte Basis war der größte Fehler. Ja, aber sie ist schon. Die kann man nicht finden und das merken wir jedes Mal, wenn wir sie suchen. Ich würde mich jetzt am liebsten eigentlich einfach hier ausloggen, aber das Problem ist, wenn wir nächstes Mal auf den Server gehen und vielleicht Gaming Boogie da ist, das wäre ich ein bisschen schlecht. Boah. Alter. Ich finde den Eingang nicht. Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, wo das sein könnte. Aber ich komme nicht. Sonst habe ich das immer auf Anhieb gefunden. Was ist los mit mir? Hier diese Lagune und dann. Ich bin viel zu weit weg. Ja, eben. Ich suche gerade die ganze. Ich versuche diesen kleinen Berg da, diesen Block da zu finden, aber ich finde den nicht. Ich habe das letztes Mal von da hinten aus gesehen. Versuche ich das nochmal nachzustellen, gerade einmal. Es müsste eigentlich. Ist super geil, da habe ich wieder einen Chunkpack, aber das ist nur eine Höhle. Ich finde es nicht, ey. Stimmt, ich habe gar keine Chunk-Probleme mehr in neuester Zeit. Okay. Was hast du deinem PC angedroht? Ich finde es nicht. So, ich habe 2 Stack, das ist schon mal super geil. Aber ich find's nicht. Wo ist unsere verkackte Base? Wir finden andere, aber nicht unsere eigene. Ja. Ich hab's gefunden. Was? Da war ganz hinten? Krass, ey. Ich muss mir. Ey, wir machen uns am Land einfach so einen großen Pfeil aus Cobblestone das nächste Mal hin, okay? Hä? Nee, das ist es. Doch, das müsste es eigentlich sein. Ich hab zweimal zugemacht. Das wird nicht leuchten, wenn du es aufmachst. Ach so. Weil es ist Level runtergefallen. Das wird nicht leuchten, wenn du es öffnest. Das war ein bisschen fail von mir. Da, ich hab's. Okay. Lässt es gerade offen? Ja. Weil ich sehe jetzt gar nichts im Wasser. Ich leuchte dir das mal ein bisschen. Okay, danke. Dann hast du Gravel? Alter, ich sehe gerade gar nichts. Ich glaub dir einfach welches. Doch, Gravel habe ich. Gravel habe ich. Okay. Also das war eine richtig krasse Folge. Das war. Richtig krass. Wir verstecken das ganz schnell auch noch irgendwo, das Weizen, okay? Ich behalte im Inventar. Echt? Ja. Also ich verstecke das, was ich jetzt hier habe. Das verstecke ich. Ich habe fast einen Stack Hay Bales. Echt? Wie viele? Ich habe 35. Wie viel hast du? Ich habe 61. What the fuck? Dann willst du mir nicht mal die Hälfte davon geben, dass ich eine versteckte Kiste mit einem Stack Hay Bales mache? Komm, weil das ist ein Inventar. Wir müssen das nur einlösen nächste Folge. Willst du es schon nächste? Ich würde es erst dann einlösen, wenn wir das wirklich brauchen, ehrlich gesagt. Vorrat lieber direkt haben. Ist doch egal, ob wir Dias oder Weizen haben. Es kommt aufs Gleiche. Ja, wir wissen ja nicht, was nächste Folge ist. Ja, dann können wir es ja immer noch verstecken. Ich würde noch gerne meine. Ich so. Alter, und die Kisten sind alle voll. Richtig schlimm. Da unten liegt es dann. Nimm's dir. Okay, danke. Ich
Ich werde es auch nicht alles. Dann Domse, du kannst ja nochmal. Ich bin dann erstmal weg, Leute. Ich bin echt fertig. Dann, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann tschüss. Von meiner Seite. Das sicherste Versteck von allen ist ja eigentlich das Inventar. Weißt du was? Ich lasse es jetzt einfach im Inventar. Das ist das. Dann lass auf jeden Fall. Warte, hab ich oben wieder zugemacht? Das ist wieder so eine Frage, die ich mir stelle. Mach dann, ich mach schon mal meine Verabschiedung so lang. Genau. Lass auf jeden Fall Kommentar und Bewertung, dass ich mich hier abquäle, auch krank, je nach dem Motto und so eine XXL-Folge. Meine Stimme ist schon wieder komplett fertig. Aber ohne Witz, lasst ein Like für die Base-Loot hier da und tschüss.